Herzlich willkommen zurück beim Schicksalsklinge HD. Ich musste gerade schon in der kleinen Aufnahmepause 270 Megabyte Patch runterladen. Sowohl gut als auch schlecht. Das heißt erstens, dass es gepatcht werden muss und zweitens, dass es noch gepatcht wird. Das ist schon mal das Problem, was schlecht ist. Nun ja, ich hoffe, wir werden nicht allzu viele Bugs sehen. Vor allem ist es heute erst rausgekommen. Okay, bevor wir jetzt den Tempel verlassen, können wir noch schnell die ersten Punkte hier verteilen. Das werden wir auch gleich tun. Das ist unser O11. Da werden wir auf Gewandtheit setzen. Ach ja, wir würfeln und wenn wir ob wir erhöhen können oder nicht. Und wenn das fehlschlägt, können wir eben nicht erhöhen. Lebensenergie ist um 3 gestiegen, Astral Energie ist um 5 gestiegen. Gut, wenigstens sollten wir noch die Totenangst verringern. Das hat schon mal funktioniert, immerhin. Talente. Es schaltet also von alleine weiter. Turn 3, Barrier 2. Heilkunde 3. Heilkunde will ich ja vor allem beim Druiden setzen. Hier setzen wir auf Natur. Als nächstes erstmal natürlich auf Schusswaffen. Schwerter oder Stichwaffen? D, Besitzer, Pik, für jeden was dabei. Ich glaube, Schwerter. Für den Klassenhelden von heute. Schwerter kommen hier aus der Mode. Das setzen wir vor allem auf die Parade, damit er, wenn er in den Nahkampf kommt, sich verteidigen kann. So, was brauchen wir hier noch? Wildnisleben natürlich. Orientierung. Wir haben hier oben noch 9 Versuche und je nachdem, welcher Sound kommt, wissen wir, ob die Probe bestanden wurde oder nicht. Oh ja, Gefahrensinn und Sinnesschärfe ist noch wichtig. Bei einem Elfen vor allem. Musizieren, solche Talente sollen auch wichtig sein. Ich hoffe es. Also erhöhen wir Musizieren zumindest mal auf 7 insgesamt. 7 ist so, ein ganz guter Wert schon mal, der brauchbar ist. Geschichte, Alchemie, alte Sprache, Pflanzenkunde, Fesseln, Fährten suchen erhöhen wir. Verstecken. Oh, da war eine fehlgeschlagene Probe. Jetzt haben wir noch einen Versuch. Den setze ich dann doch lieber auf Selbstbeherrschung oder Körperbeherrschung. Oder Akrobatik. Ich glaube, ich setze lieber erstmal auf Körperbeherrschung. Das kann wichtig im Kampf sein. Die Zauber unseres Auelfen. Beherrschung? Hebt Beherrschungszauber auf. Gute. Das brauchen wir erstmal nicht. Also minus 8. Diese Zauber, wie ihr negative Werte sieht, und auch Talente. Das sind Talente, die wir erst noch aktivieren müssen. Und je nachdem, in wie viel negativen Bereich die sind, müssen wir eben reinsetzen. Ein Zauber, der auf minus 8 ist, den braucht man nicht zu aktivieren. Dauert ewig. Bei minus 7 genauso. Scharfes Auge erleichtert einen Fernkampfschuss. Das hört sich schon mal interessant an. Heilung. Der Balsam Salabunde. Wir setzen lieber auch mal bei ihm auf den Heilzauber hier. Okay, wir haben wieder mal eins vermasselt. Damit die ganze Sache nicht schief läuft. Bannpaladin ist immer ein sehr, kann immer ein sehr nützlicher Zauber sein. Denn hier wird ein Opfer zum Freund, deswegen erhöhen wir den mal um 2. Acceleratus. Beschleunigung, genau. Der ist auch immer sehr nützlich. Den aktivieren wir mal. Armatrutz ist so ziemlich der wichtigste Zauber, den man haben kann. Da erhöht man den Rüstungsschutz. 6 ist da schon ganz guter Wert. See und Fluss unter Wasser atmen. Unsichtbarkeitszauber, das ist was äußerst nützliches. Allerdings erhöhe ich doch erst nochmal den Fulminictus auf 5 und den Blitzlicht Fit auf 5. Das sind zwei sehr wichtige Kampfzauber. Oh, das scharfe Auge aktivieren wir noch. Der ist wichtig für den Elfen. Jetzt haben wir noch 5. Fähigkeiten des Gegners erfahren. Adlerauge. Wahrnehmungsvermögen. Oder im Arcana. Zauberei in weltlichen Gewirken erkennen, sensibar Gefühle des Gegenübers erkennen. Er könnte eventuell noch wichtig werden. Flimflam, damit können wir uns eine Lichtkugel herbeizaubern. Wichtig. Wenn wir gleich mal auf 7 höher, braucht man ihn eigentlich nicht.
Kurzer Windstoß gegen Fackeln und dergleichen kann keine Menschen werfen. Den lasse ich erst nochmal. Silenzium. Totale Stimme in einem bestimmten Radius. Da können Zauberer nicht mehr zaubern. Äußerst nützlich. Erhöhen wir auf 2. So. Damit ist dieser Charakter schon mal fertig. Unser Magier. Da setzen wir mal auf Klugheit dieses Level und natürlich läuft es schief. Ich habe da nicht wirklich viel. Ich habe weder im Pen-and-Paper-Version noch im Dingens hier wohl wirklich viel Glück. Dann verringern wir noch die Goldgier. Die Raumangst muss ich noch verringern als nächstes auf jeden Fall. Gut. Waffenlos. Hier müssen wir vor allem auf Speere, Kampferpuppen, Magier und alle, die Speere oder Stäbe führen wollen. Genau. Und auch hier setzen wir erstmal auf Parade, damit er sich zumindest verteidigen kann. Körper. Hier setzen wir natürlich vor allem auf Wissenstalente. Magiekunde ist natürlich wichtig. Okay, mehr verschwenden wir jetzt lieber nicht. Lesen. Ich hoffe, das bringt auch wirklich alles. Sprach. Also im Pen and Paper bringen diese Talente natürlich wirklich immer alles. Ich hätte das vielleicht vorher ausprobieren sollen, deswegen setze ich jetzt erstmal nicht so viel da drauf. Götterkulte setze ich noch ein. Alchemie ist wichtig. Alte Sprache könnte auch nützlich werden. Geschichte setze ich auch mal ein. So. Gesellschaft. Schätzen. Könnte äußerst nützlich werden. Dann setzen wir noch auf Selbstbeherrschung. Das kann auch ein wichtiges Talent sein. Ja, gut, das reicht auch erstmal. Jetzt kommen die Zauber. Schutzgott Boron. Oh, das ist der Totengott. Ich habe vergessen, meine 20 Würfel herlegen. Warum meine Würfel herzulegen? Warum werdet ihr noch erfahren? Wenn ich das diese Runde eh noch nicht machen kann. Folge. Witzig für ein ganz wichtiger Zauber. Ignifaxius. Ach, in dem Zeitpunkt. Ah, wir haben noch keinen Ignasfero. Den Feuerball, weil den gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Oder ihn gab es schon, er war noch nicht bekannt. Lärmt das Ziel teilweise minus AT minus Igni, das hört sich ganz gut. Kampfrausch und was bringt der mir? Nicht allzu viel. Eisenrost ist fies, zerstört die Waffe. Fulminictus ist der Kampfzauber, den auch unser Elf kann. Plumbumbarum lähmt das Ziel teilweise. Erhöhen wir doch nochmal. Und plötzlich find erhöhen wir nochmal. Silentium, gut, dass wir das bei dem Elfen drauf gesetzt haben, weil das können wir nicht. Geisterbann, Illusion, Guardanium. Gardanium schützt vor magischem Schaden. Den aktivieren wir auf jeden Fall. Vor Rahmen Schloss öffnen. Den lasse ich erstmal. Flimflam kann unser Elf. Silentium kann unser Elf auch. Motorik das Gegenstand anheben, durch die Luft schweben lassen. Lassen wir ihn erstmal. Analysiert magisches Artefakt. Oder K. Sie hat durch Wände sehen. Ich fühle das. Könnte vielleicht ganz nützlich werden, aber ich lasse ihn erstmal bei 0. Kann man ihn immerhin schon mal so einsetzen. Verwandlung. Armatrutz, das ist natürlich wieder ein wichtiger Zauber. Ruhekörper. Klar. Balsam lassen wir erstmal. Bandballadin auch. Horiphobus ist nützlich. Skeletarius minus 6. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Wir haben 9 Versuche noch übrig, aber der ist äußerst nützlich. Somnigras Ziel einschärfen finde ich jetzt nicht so nützlich. Ziel muss die Wahrheit sagen. Ja, analysiert magisches Artefakt oder ein Zauberdetail ist nach Erfolg. Gut, den brauchen wir. Ja. Ich würde da ganz ehrlich sagen, wir setzen auf den Skeletarius.
brauchen halt eine Menge Runden, bis wir den wirklich einsetzen können. Arcano, Magieresistenz plus ZFP. Ziel erstarrt und es wird unverwundbar. Unsichtbarkeitszauber. Kann ich noch irgendeinen nützlichen erhöhen, der schon im positiven Bereich ist? Nifaxius würde ich gerne erhöhen. Das ist ein Feuerstrahlzauber, der ist ganz nett. Durch Wände sehen. Bei dem Arcana setze ich lieber beim Elfen drauf. Durchwendet. Ich erhöhe den mal um 2. Und dann erhöhe ich doch noch den Paralyl um 1. Jetzt haben wir noch einen, den wir verbraten können. Einfach. Arcana. Man kann die halt immer nur pro Runde maximal aufrüsten. Pro Stufe. Deswegen setze ich jetzt doch nochmal auf den Balsam. Heilzauber sind immer nicht schlecht und das ist so ziemlich der Standardzauber. Okay, damit ist dieser Charakter fertig. Okay, es dauert doch wieder länger, als ich erwartet hatte. Keine Uhr da. Jetzt wollen wir natürlich nicht, wie lange ich aufnehme. gut, wir werden dann auf jeden Fall noch ein paar Minuten draußen rumeiern. Oh, ich kann das natürlich noch ausrüsten. Was haben wir denn hier? Wasserschlauch, Decke, Dietriche, Proviantpakete. Gut, also viel mehr kann man ja nicht ausrüsten. Hier würde ich gerne auf Finger Charisma setzen. Ich habe echt kein Würfelglück. Die Eigenschaften von ihr sind eigentlich schon ziemlich gut. Verringern wir mal die Neugier. Talente. Ah, gut. Waffenlos hat sie schon auf 5. Ich möchte aber gerne. Ich glaube, Stichwaffen, ne? Auf die Attacke in diesem Fall. Weil sie hat schon 5 Parade. Attackewert 7, Paradewert 11. Ja, da ist definitiv besser, wenn ich Attacke erstmal setze. Wurfwaffen sind auch manchmal ganz nützlich. Und ab und zu ist waffenlos auch nicht schlecht. So, Klettern auf jeden Fall erhöhen. Körperbeherrschung. Verdammt. Muss ich um einen Punkt erhöhen. Akrobatik. Selbstbeherrschung. Schleichen. Alles wichtig. Verstecken. Orientierung. Gassenwissen gibt es hier nicht, ne? Gut. Doch, da. Gassenwissen erhöhen. Menschenkenntnis schätzen. Habe ich dabei Magier einen Punkt verschwendet? Nun ja. Schlösser, ja, auf jeden Fall. Taschendieb. Fahrzeuge setze ich noch an. Taschendieb. Ja, das war's ja schon. Gut. Nächster Charakter. Der Druide. Was haben wir denn hier alles dabei? Yoruba-Wurzel, Wirselkraut, Decke, Wasserschlauch, Proviant für 2 Tage. Gut. Bei dem ist Mut relativ wichtig, aber auch Klugheit und Körperkraft, wenn ich mich richtig erinnere. Ich erhöhe mal die Körperkraft. Energie, LE ist auf 26 und Astral auf 38. Das ist nicht so hoch. Ach ja, schlechte Eigenschaften verringern. Ja, auf jeden Fall die Raumangst. Was? Das habe ich nicht geschafft! Verdammt! Gut. Dann brauchen wir bei dem Stichwaffenmesser über Degen bis hin zu Stichwaffen erhöhen. Zwar auch auf die Attacke und Speere. Druiden können keine Eisenwaffen verwenden, deswegen setze ich jetzt auf solche Sachen, wo kein Speere dabei ist. Körperbeherrschung und Selbstbeherrschung erhöhen. Wildnisleben erhöhen. Pflanzenkunde ist wichtig. Tierkunde ist wichtig. Besser. Besser, besser, besser. Also in Pen and Paper ist es manchmal ganz wichtig, deswegen setze ich es mal hier auf Fessel.
Weil ich glaube, im Torwaller wäre das schlauer gewesen. Scheiße. Naja. Überreden brauche ich hier nicht so. Ach ja, ich wollte hier auf Heilkunde Wunden. Heilkunde Krankheiten. Heilkunde Gift setzen. Gut, das sind die... Okay, dann weiß ich jetzt, auf was ich mich spezialisieren muss hier. Balsam, also der kann keine Heilzauber. Der muss das per Talent machen. Hä, warum kann der jetzt keine Heilzauber? Ich habe eigentlich gedacht, der kann die. Mist. Zwingtanz. Zwingtanz habe ich schon im Pen and Paper geliebt. Da spiele ich nämlich auch einen Druiden, der zufälligerweise, wie heißt? Ziel muss tanzen. Saucooler Zauber. Böser Blick, auch äußerst nützlich. Große Verwirrung, äußerst nützlich. Herr der Tiere, äußerst nützlich. Geisterbann kann nützlich sein. Aber ich finde es komisch, dass der hier so wenig Heilzauber hat. Irgendwie, wie ich sie mir vorhin angeschaut habe, hatte der andere Heilzauber, und zwar 3 Stück davon. Na gut, man kann den Charakter ja noch später austauschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also setzen wir mal auf Blitz. Oh, jetzt gehen mir schon langsam die Sachen aus, wo ich noch wüsste. Ach, Geister rufen. Aulitus, kurzer Windstoff gegen Fackeln. Oder im Arcan. Exposami, Lebewesen entdeckt. Wäre ich ganz nützlich an. Eisenrost kann nützlich sein. Die müssen wir echt viel aktivieren überhaupt. Beherrschungszauber aufheben ist wichtig. Respondanz, Ziel muss die Wahrheit zeigen, magischer Raum. Ah, ihr von einem. Das ist ja mal geil. Gut. Dann kommt Gabriel, unser edler Krieger. Das wird unser Tank. Schutzgott Raya. Na gut. Rondra wäre mir lieber gewesen. Raya ist die Liebesgöttin. Rondra praktisch die Kriegsgöttin und ist ehrenhaft und so weiter. Das ist immer so ein bisschen komplizierter. Dolch, Wasserschlauch, das Übliche, würde ich sagen. Bei ihm möchte ich gerne Gewandtheit erhöhen, da das für Parade recht wichtig ist. Mut muss ich dann natürlich auch noch erhöhen. Höhenangst muss Totenangst verringern wir erstmal. Waffenlos Schwerte. Verdammt. Auf die Parade. Als nächstes setze ich dann auf Attacke beim nächsten Level ab. Und dann den Zweihänder. Beim Zweihänder braucht man eh nicht zu parieren, deswegen setze ich dann lieber auf Attacke. Schusswaffen kann auch ganz nützlich sein, so eine Armbrust. Auch wenn es von einem Rondra-Anhänger eigentlich nicht gewürdigt wird, da das nicht im ehrenhaften Kampf, Zweikampf so angesehen wird. Aber nun gut. Zechen, das wird bei unserem Torwaller definitiv so sein. Schwimmen werde ich bei ihm mal sitzen. Reiten. Körperbeherrschung. Selbstbeherrschung. Abrichten, Fahrzeuge, Eichen. Intuition, Lesen, Kriegskunst. Das wird uns wohl einen Bonus im Kampf bringen. Oh, Entschuldigung. Musizieren. Etikette gibt es nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber gut. Klettern, Schlag. Muss mir da wirklich notieren, welcher immer. Und beim nächsten. Also, hier ist es noch nicht so schlimm, wenn man hier was vergeigt. Mal einen Punkt falsch setzt, das wird erst später schlimm, weil man dann in den späteren Levelaufstiegen weniger Punkte hat. Da werde ich dann genau nachschauen, bei welchem Charakter ich auf was setze. Gut, deswegen überlege ich gerade. Kunde Wunden, Schlösser, Musizieren, Ballspiel, Fahrzeuge. Reiten, ich setze nochmal auf Reiten. Körperbeherrschung ist eigentlich wichtig. Selbstbeherrschung. Fünf Versuche haben wir noch.
ich nochmal auf Hiebwaffen. Die Attacke. Zechen. Will ich eigentlich beim Torwaller eher setzen, das passt da besser. Wildnisleben, Orientierung, da habe ich unseren Elfen für. Wildnisleben ist für viele alltägliche Dinge zu brauchen. Von der Auswahl des richtigen Lagerplatzes über ein Händchen für die Nahrungs- und Wassersuche bis zur Kräutersuche. Deswegen ist es eher von unseren Elfen gedacht. Ich erhöhe nochmal auf Schwimmen. Klettern, Schleichen, Zechen. Schwierig, schwierig. Geografie, Geschichte. Ah, lesen. Haben wir eigentlich unser Magier für. Naja, es ist nie schlecht, wenn man noch einen zweiten Heiler dabei hat, würde ich mal sagen. Und überreden. Setzen wir noch einen Punkt auf Klettern, das ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Also ich gehe jetzt immer von der Pen-and-Paper-Vorlage aus, da das Spiel hier ja sehr nah an der Pen-and-Paper-Vorlage sein soll. Und da sind das auch immer nützliche Talente. Er hier braucht auf jeden Fall mehr Körperkraft, denn der soll unsere Schaden machen. Das war schon mal nichts. Gut, dann würde ich gerne den Höhenangst erniedrigen. Ja, hat funktioniert. Gut. Körper, okay. Da werden wir auf jeden Fall auf Schwimmen setzen. Gut, das kann der natürlich schon gut. Körperbeherrschung ist immer wichtig. Selbstbeherrschung. Zechen. Das kann der hier alles schon gut. Fahrzeuge wird er auch schon relativ hoch. Bis? Minus 2? Okay, dann eben nicht. Da haben wir schon noch jemand anders dann drauf gesetzt. Sinnesschärfe. Natürlich. Äxte. Auf die Attacke. Und natürlich. Zweihänder, Wurfwaffen, so Wurfäxte und so weiter. Und waffenlos. Auch auf die Attacke. Eine blöde Fliege. So, Klettern ist auch nicht schlecht. Fesseln, der kann gleich gut fesseln. Dann setze ich mir bei ihm auf Fesseln jetzt in Zukunft. Heilkunde Krankheit. Turn, überreden, Gassenwissen, Menschenkenntnis, Schätzen, Alchemie, alte Sprache, Geografie. Ich glaube, bei ihm setzen wir mal auf Geografie. Der kennt ja schon die Welt. Natürlich auch nur ein Klugheitswerk von 9, das ist dann natürlich nicht so schlau, aber. Überreden, ein einfaches Konzept. Man verwirrt sein gegenüber so lange mit Worten, bis dieser gar nicht mehr weiß, was er eigentlich wollte. Besonders nützlich, um niedrigere Preise zu erfalschen, jemanden anzubetteln oder schlichtweg zu lügen. Nein, das will ich erstmal nicht. Schwimmen kann man nochmal um 1 erhöhen. Warum also nicht wie ein Tiro? Ich setze mal da auch nochmal auf Waffen. Ach, das war's schon. Gut, dann sind wir ja damit jetzt endgültig fertig mit der Charaktergenerierung. Ein Wunderbett. Management. Verlassen. Verstärkt spenden. Wie viele Dukaten? Wow, Dukaten ist ziemlich viel. Tempel verlassen. Dann gehen wir doch mal hinaus. Oh, lustig.